Hallo, meine kleinen Rabiatoren und die, die es noch werden wollen. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Project Zero 2. So, wir gehen jetzt hier erstmal raus. Wir haben ja Gott sei Dank die kleine Mario wiedergefunden. Ich habe ja schon Schwanzfedern getragen, dass wir die nicht wiederfinden. Aber wir haben sie wiedergefunden. So, wir gehen jetzt hier raus. Und da liegt es immer noch. Kann ich es denn jetzt schon fotografieren? Das hat jetzt nichts gebracht, ne? Geh hier mal lang. Ja. Ach, ist das eine Frau? Mädchen, deine Haare. Wo bist du denn? Ich würde dich gerne fotografieren. Oh, der Herzschlag. Alter, was ist denn mit dir? Was ist mit deinem Rücken passiert, Mädchen? Oh, die ist schnell, die ist schnell, die ist schnell. Die muss ich ein bisschen bearbeiten. Oh! Wo ist die denn? Wo bist du denn? Muss ich einmal öfter irgendwie ein bisschen hier im Fokus haben? Bevor sie mich frisst. Ich muss mal eben zu Mario rüber. Ja, Süße, ich muss dich fotografieren. Ich benutze meine Schwester gerade nicht als Schild. Jetzt ist sie weggeslidet. Die blöde Kuh. Warte mal. Was ist? Lern erstmal vernünftig sprechen. Dann reden wir weiter. Bringt das überhaupt was? Wo ist die denn jetzt? Oh. Hör auf zu weinen oder sag mir, warum du weinst. Mädchen, wo bist du? Jetzt aber. Oh, das war eine Combo. Die ist hier an der Seite irgendwo. Ich sehe sie bloß nicht. Wo ist sie denn? Ja, sie schleicht sich. Oh, oh, Mayu, Mayu. Hast du jetzt mich gemeint? Statt dass die blöde Kuh sich hinter mich stellt. Die blöde Kuh einfach hinter mir stehen bleibt. Nein. Ich muss ein paar Snapshots machen jetzt. Das bringt nichts. Es bringt nichts. Die ist zu schnell. Ich bin die Alte von The Ring. Zwillingspuppenköpfe. Ah, das sind wohl die Köpfe der anderen Puppen im Raum. Okay, das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal zurück. War das jetzt hier der Puppenraum überhaupt? Ja. Gut. Und setzen hier mal die Puppen. Ja. Ja. Oh, du hast, ja. Muss an den aufgesteckten Puppenkopf nehmen. Es scheint, können die Puppen nun bewegt werden, wenn das Uhrwerk läuft. I can hear a voice. The chosen maiden becomes a butterfly and ascends to heaven. Becomes a butterfly and saves the village. Ach so. Schön. Schön. Das freut mich voll, dass, wieso kann ich die nicht auswählen? Ach so, die Zwillinge müssen hoch, okay. Rüber, was zur Hölle? Kann ich mich bewegen mehr, hä? Wie viel Zeit habe ich? Ja gut, dann rüber, runter, rüber, hoch, runter, nee, rüber, rüber, warte, runter, rüber, rüber, das geht auch wieder nicht, hoch, 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 rüber, nee, ich habe das völlig falsch, ja. Und Puppen bewegen sich. Ja.
Ich habe jetzt nicht. Zwei Maiden kommen in den Himmel. Mayo weiß. Mayo. Entschuldige. Mayo, sag ich schon zu ihr. Ich bin schon so verwirrt. So. Gut, wie viele Minuten habe ich dafür? Ich kann eine Stimme hören. The chosen maiden becomes a butterfly and ascends to heaven. Becomes a butterfly and saves the village. Ja, Mayu, es ist wirklich geil, dass du mir das hier jetzt erzählst. Statt es mal ein bisschen mit zu überlegen, was hier der nächste Schritt sein könnte, erzählst du mir einen von die Maiden und Butterfly. Alles klar. Die Maiden. Maiden. So, eine hätte ich dann. Nein, das war falsch. Rüber. Hoch. Rüber. Gut. Also nochmal. Two maidens going to heaven. Ja, du gehst auch in den Himmel gleich, wenn du mich nicht aufhörst, mich zu nerven, mein liebes Fräulein. I can hear a voice. The chosen maiden becomes a butterfly and ascends to heaven. Becomes a butterfly and saves the village. Ja, genau. Wir saven alle das Village hier. Wir haben einfach mal keine anderen Sorgen. Wenn wir die jetzt nachgucken, können die runter, 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 die rüber, zack, hoch, warte, stopp, rüber, runter, runter, dann kann die rüber und die hoch. Hoho, jetzt liegen in der kleinen Schublade. Der Anrichter, vielleicht kann ich sie jetzt öffnen. Vielleicht können wir sie jetzt öffnen. Da ist etwas in der Schublade. Doppelrautenschlüssel. Wo war der? Show me the room. Der war unten. Im Hausflur. Ja, stimmt. Glaube ich. Anrichter mit dem Puppen ist beeindruckend. Wir stehen Zwillinge. Ja, hier basiert oder hier geht es hauptsächlich um die Zwillinge. Mayu, mitten im Tür stehen bleiben ist dermaßen uncool. Ich will jetzt hier aber nicht schon wieder wen haben, ne? Hier eigentlich die Schnauze hier strichen voll. Ich will jetzt eigentlich speichern. Eigentlich. Oh. Oha. Na, Geisterhand. Na, Geisterhand. Schriften des Volkskundlers 6. Die Zwillingsschwestern, die in diesem Haus leben, kamen heute mit einer Karte zu mir, auf der die Seitentür eingezeichnet ist. Sie sagten, das Schattenritual stünde unmittelbar bevor. Ich würde diese Tür zur Flucht nutzen müssen. Nachdem sie mir die Karte in die Hand gedrückt hatten, liefen sie weg, ehe ich ihnen weitere Fragen stellen konnte. Die anderen Bewohner des Hauses scheinen sich nicht so merkwürdig zu benehmen. Vielleicht war es ja auch merkwürdig, dass uns ein derart herzlicher Empfang bereitet wurde in solch einem abgelegenen Dorf. Ich habe vorsichtshalber beschlossen, Munakata zu bitten, er solle vor mir zurückkehren. Das heißt, Munakata hat sie geschafft. Und... Don't leave me here, Mio. Tu ich doch nicht, du musst... Oh, Leute, jetzt bin ich wieder schuld, ne? Als hätte ich dich verlassen. Wer ist denn weggerannt? Kann kaum krauchen, weißt du? No, kann... It wasn't us. Ey, kann kaum krauchen, weißt du? Aber wenn es darum geht, hier mal... Aber wenn es darum geht, mal Hackengas zu geben und wegzurennen und irgendwelche Scheiße zu bauen... Da ist sie einfach mal die Größte drin. Definitiv. Finde ich richtig gut. Warum ist die Laterne aus?
Hä, wieso ist die Laterne? Oh, Gott sei Dank. Ich habe jetzt überlegt. Speichern. Ja, ich möchte dieses Spiel wirklich speichern. Wirklich. Ach, wir müssen ja jetzt beide durch den Kusabi-Raum. Ich möchte eigentlich gerne mal ein Foto von dir machen, Mädchen. Ich glaube, da wird nichts bei rauskommen. Naja, gut. Darf ich mal an dir vorbeischleichen? Dankeschön. Wir müssen jetzt runter. The rain. So cold. Hättest du dir eine Jacke mitnehmen müssen. Tut mir echt leid, Mädchen. Aber wegrennen! Scheiße! Nein! Nein! Ach, Manu! Ach, Manu! Ich brauche doch die Punkte! Was zur Hölle? Oh, da steht jemand. Frau im Garten. Naja. Ist ja auch schön. Ja. 5000 noch was. Dafür können wir nichts aufrüsten, oder? Ich kann ja mal gucken, aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen sparen. 6000 höchstens. Das wäre Stoßobjektiv. Nee, das Verlangsamung. Wir werden jetzt einfach erstmal ein bisschen sparsamer sein, dass wir denn, ne? Denke ich. Ich gucke vorsichtshalber jetzt hier doch nochmal lang. Ich meine, ich weiß, ne? Man weiß es nicht. Ob er nicht vielleicht doch dann irgendwann mal was ist. Aber so wie es aussieht, nicht. Wen suchst du? Wen du suchst? Okay. Achso. Und wieder rennt sie los. Mayu. Ich finde das jetzt langsam nicht mehr witzig, ne? Mayu, what is it? Never mind. Ja, sag nicht immer never mind. Ich muss jetzt ein Foto von ihm machen. Come on, Mio. We've got to run away. Als ob du mir das sagen musst. Als ob du mir... Moment, Moment. Irgendwas ist hier gerade gespawnt. Irgendwas interessant. Nee, ist von außen. Ey, Mayu, noch ein Ding, ne? Noch ein fucking Ding, ey. Und ich lass dich zurück. Don't want to kill anyone. Ja, du sollst ja auch keinen töten. Ehrlich mal. Warum nehme ich die überhaupt mit, wenn die so gruselige Scheiße erzählen? Die lacht immer noch, die blöde Kuh. Ja. Nee, das ist ein Lagerraum. Sorry. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Du, ich habe hier keinen Bock, irgendwem zu begegnen, ne? Dieses Mädel. Die macht mich echt fertig. Speichern hier? Ja. Ja. Gut. Okay, ich guck mal. Da liegt was. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Hier müsste irgendwo der Raum sein. Ja. Ja. Hier liegt wieder was. Oh, ich wette mit dir, da fässt mich gleich einer an. Ich wette es.
Na? Was habe ich gesagt? Was habe ich dir gesagt? Ja, komm. Ach, mein Schöner, wir kennen uns doch auch schon, oder? Wir kennen uns schon. Du bist doch von Kitty, oder? Oder was? Das hat viel gebracht. Das hat definitiv viel gebracht. Der. Der soll sich vorsehen, der Bengel. Der soll sich echt vorsehen. Was guckst du mich da an? Ich bin hier wie mit der Kameramann. Geh mal beiseite. Du, ich krieg dich nicht zu fassen, wenn du im Weg stehst. Ich sehe ihn ja auch gar nicht. Bist du nicht Forgive Me? Ich glaube, du warst Forgive Me, oder? Forgive Me, dass du sagen kommst. Ja! Nein! Jetzt. Kriegst gleich noch einen ins Gesicht, mein Freund. In your face. Ja, in dein Gesicht. Komm. Du stehst direkt vor mir, das passt mir gar nicht. Ich hoffe, ich hab dich gedrückt. Ich hoffe, ich hab dich gedrückt, mein Schöner. Pass auf, das geht so nicht weiter. Wir können uns gerne kennenlernen. Aber wenn du mir deinen Namen nicht sagst... Oh ja, go away und du stehst im Weg, du blöde Kuh, ey, ehrlich. Ehrlich. Wie soll ich denn hier beschützen eingreifen? Jetzt hat er's. Ja, go away. Sie bleibt da stehen, go away. Du Ich weiß nicht, was ich zu der Frau jetzt noch sagen soll, ne? Go away! Bleibt aber fett da stehen. Statt's wegzurennen. Statt's einfach mal fucking wegzurennen. Nein. Nein. Da stehe ich lieber rum und jammere. Von wegen go away. Ja. Und der Geist so, ja, okay, sie will, dass ich unbedingt weggehe. Na gut, dann gehe ich eben. Bescheuert, ehrlich. Also. Ja. Den Gang gerade durch. Den Gang gerade durch, ne? War das nicht so? Ja. Ich nehme jetzt auch keine Rücksicht mehr. Ey, ehrlich. Also. Ja, das passiert auch gleich, wenn du nicht deinen Rand hältst hier hinter mir, ey. Dann wird hier eine Maid gekillt, aber ich bin's nicht. So, waren jetzt die Tür mit dem Schlüssel? War das hier? Auf der Karte. Ich guck nochmal auf die Karte. Ich muss... Genau, hier raus und dann genau gegenüber. Gott. Wir müssen zurück. Die Maid muss gekillt werden. Ja, können wir machen. Kein Problem. Dann kill ich dich eben, wenn du das möchtest. Kein Problem. Komme ich völlig durch. Ja, ich bin weggelaufen, weil ich keinen Bock mehr auf euch hatte. Ne? Ist das nicht? Das ist ein Grund auf jeden Fall. Das ist dermaßen ein Grund. Zehntausend. Ich wollte noch ein bisschen sparen. Lohnt sich das, wenn ich jetzt spare noch ein bisschen? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich denke doch. Ich denke doch. Ich guck nochmal aufs Radio. Na. Notizen vielleicht, die wieder nicht als... Nein, das ist Sejiro Makabe, der Volkskundler. Von seinem Freund Dr. Asu. Achso. Ja, gut. Er hat sich das nur von Asu geborgt. Das war nicht Dr. Kuniko Asu.
So, hier können wir jetzt den Raute-Schlüssel einsetzen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Das machen wir dann in der nächsten. Mal gucken, was wir dahinter alles finden. Wahrscheinlich wieder einen Kampf nach dem anderen. Ich freue mich jetzt schon total. Ja. Ja. Mal gucken. Mio verhält sich jetzt mittlerweile zusehends sehr, sehr seltsam. Ich denke mal, dass sie von dieser Sai... Was Sai jetzt? Die? Ja. Sai irgendwie besessen ist oder so. Die ist der ja auch hinterhergelaufen. Also der Stimme hinterher. Wir werden es sehen. Wie es weitergeht. Und zwar in der nächsten Folge von Project Zero Crimson Butterfly. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oh Gott. Bis dann. Bye, bye.